Ja, herzlich willkommen zu Tag 3 von unserem Grenadier Summit 2024. Heute haben wir sozusagen das Grand Finale für euch geplant. Da sind alle Autos beteiligt, die an diesem Wochenende hier waren. Mehr will ich noch gar nicht verraten. Ansonsten gibt es auch noch eine Bergevorführung der Firma Seilflechter und natürlich das ein oder andere Interview noch. Es war fantastisch und wir hoffen natürlich, dass ihr nächstes Jahr wieder mit dabei seid. Wenn ihr da am Ball bleiben wollt und wissen wollt, ab wann es Tickets gibt, hier findet ihr alle Infos. Und ich sag mal so, diesen Kanal hier zu abonnieren hilft auf jeden Fall auch. Also es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und wir sehen uns bald. Hi Leon. So, hi. Also, wir sind von Firma Seilflechter, ich bin der Leon. Wir sind von Anfang an da hier. Wir freuen uns, hier zu sein. Kommen wir mal ganz kurz zu eurem Produkt. Ihr bietet alles an rund ums Seil, also Windenseil, Bergeseil. Was habt ihr noch? Genau. Softschäkel. Wir sind Seilhersteller, also wir handeln nicht mit der Wab. Wir produzieren das Ganze wirklich bei uns in Braunschweig, 100% made in Germany. Wir haben vom Bergezubehör, wie die Kinetikseile, Softschäkel bis hin zum Abschleppen, Abschleppseile. Ansonsten alles für die Bergung mit Winden, Umlenkrollen, Baumgurte, Wunschlingen zum Kraftdreieck bauen, die klassischen Offroad-Waschmaschinen. Der Trick dabei ist, das sind einfach wasserfeste Fässer. Wir schrauben sie auf, packen unsere Wäsche rein, bisschen Wasser, Seife, vielleicht ein paar Steine, machen das Ganze zu und dann ist den Offroadern da bei der Fantasie kein Limit gelassen, wo ihr das Ganze festmacht. Hauptsache, ihr macht es irgendwo fest, wo es schön durchgeschüttelt wird. Und dann habt ihr quasi eure To-Go-Waschmaschine und nehmt die Leute gerne. Scheint sich bewiesen zu haben. Ja, ich kann das bestätigen. Ich habe das auch schon gemacht mit 3 kleinen Kindern nach Italien. Also, das funktioniert. Was hat dir bisher hier am besten gefallen? Die Gespräche mit den Leuten, weil auf anderen Messen hast du so viel zu tun, dass du gar nicht mit den Leuten ins Detail gehen kannst, sondern die sagen, was sie haben möchten. Du erzählst ihnen da was drüber und das war's. Und hier kannst du halt wirklich auch mal mit den Leuten ein bisschen schnacken. Sie können dir erzählen, was sie mit deinen Sachen schon gemacht haben. Dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch mal weiter einen schönen Tag. Hi Katrin, grüß dich. Da sehen wir uns wieder. Ja. Bei richtig schönem Wetter und einem Eis. Also, ihr seid auch hier angereist mit dem Quartermaster, mit den Portalachsen. Und im Gelände habe ich natürlich schon ein bisschen was gesehen. Genau, wir haben ein paar Kunden auch mitgenommen, um zu zeigen, was der Lenson Pro so kann. Und ich glaube, das hat er bewiesen. Macht Spaß, das Ding kann richtig was. Und ja, ich denke mal, das ist auch die richtige Location hier auf dem Grenadier Summit. Die Stimmung ist gut und das Fahrzeug passt hierher. Was sagen die Kunden? Begeistert. Ja. Ja, was anderes hätte ich mir gar nicht erwartet. Aber seid ihr denn zufrieden? Ist das was, wo ihr sagt, das machen wir nochmal? Auf jeden Fall. Also wir sind mit dabei, wenn es nochmal stattfindet. Und wir haben Spaß, das Wetter passt, die Leute sind gut drauf und das macht richtig Laune. Ja, toll. Ja. Ich war jetzt heute ja den ganzen Tag hier immer überall unterwegs. Wie ist denn so die Stimmung am Stand? Was ist denn die Leute, die kommen? Was erzählen die euch? Ja, das ist ganz interessant. Die Community wächst sozusagen. Ja, die, wo Leute von Grenadier fahren, die wollen den upgraden, wollen Fahrwerk und gucken, was es so gibt. Und wir haben aber auch einige Leute, die noch keinen Grenadier haben. Die begeistern sich auch dafür. Da haben wir auch schon ein paar mitgenommen. Und insgesamt eine schöne Sache. Das freut mich sehr. Jetzt ist ja der Tag noch nicht ganz zu Ende. Bist schon Hubschrauber geflogen? Bin ich tatsächlich. Ja, ist ja super schön hier. Ja. Also mit den Seen und echt beeindruckend. Ja, ja. Habe ich getan. Klar. Ja, sehr schön. Daniel, ich will dich gar nicht länger aus deinem Schatten da rausholen. Ja, alles gut. Den blauen Portalachsen-Grenadier, den kriegt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen länger gleich zu sehen. Vielen Dank. Gerne. Ciao. Der Tobi von Seilflechter steht jetzt hier und hat ein Kinetikseil in der Hand, oder?
Was willst du damit jetzt machen? Genau, wir machen jetzt hier eine Bergesituation mit Kinetikseil. Wir reden hier von einem kinetischen Bergeseil, sprich ich habe eine Dehnung von 30% für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen in der Hand. Hat eine Länge von 8 Metern, kann sich bis zu 10 Meter ausdehnen. Verbunden werden sie mit zwei Tauwerkschäkeln, haben wir gleich mitgenommen in der Hand, auch nochmal zwei Größen, um einfach mal zu sehen, na, wie verändern sie sich denn auch später. Und ja, das zeigen wir jetzt hier gleich in einer kleinen Testvorführung und gucken mal, wie dieses Seil hier wirklich mal arbeitet. Genau, und das natürlich mit zwei Grenadieren. Genau, mit dem Tauwerkschäkel machen wir die Verbindung hier unten mit der Öse. Ich weiß nicht, ob man es hier ganz gut sieht. Beim Tauwerkschäkel, das ist wichtig, wenn der einmal geöffnet ist, dass man ihn auf jeden Fall wieder richtig schließt. Das macht man, indem man jetzt diesen überschüssigen Mantel wieder schön zurückstreift. Dadurch schließt sich dieses Auge so ein bisschen. Bei der Belastung ist es wichtig, dass der Knoten frei stehen bleibt. Ne? Also in dem Fall wirklich so belastet wird. Ne? Niemals auf den Knoten direkt belasten. Genau, und dann legen wir das Bergeseil aus. Dann ist wichtig, dass das im Schlangenform liegt. Damit auch wirklich in Dehnung kommt. Ja, das zu bergende Fahrzeug befindet sich auf der linken Seite. Jetzt kommt das Bergefahrzeug einmal zurückgefahren. Zack. Tobi, was sind denn die geeigneten Bergepunkte an so einem Fahrzeug, genau, speziell also am Grenadier? Beim Grenadier. Wir haben Ösen auf der rechten, linken Seite, auf der Rückseite, sowie auch auf der Vorderseite haben wir auf jeden Fall zwei Ösen. Man kann vorher noch ein sogenanntes Kraftdreieck erzeugen, also sprich mit einer Rundschlinge, dass man zusammen mit zwei Tauwerkschäkeln hier vor ein Dreieck erzeugt, damit das Seil einfach ein bisschen mittiger steht und die Kraft auf dem Fahrzeug so ein bisschen verteilt wird. Das kann man machen. In dem Fall nehmen wir den Fadenzug, sprich wir gehen auf der rechten Seite von dem Fahrzeug hinten und auf der vorderrechten Seite. Je nachdem, wie natürlich auch die Bergesituation ausschaut, kann man tatsächlich auch diesen Kraftdreieck einfach vorher erzeugen, um einfach auch ein bisschen Material zu schonen. Und ja, wie wir es jetzt sehen, wir sind relativ nah aneinander. Der Vorteil jetzt bei diesem Seil ist, ich kann wirklich mit einer Geschwindigkeit in dieses Seil hineinfahren. Es hängt sich an, auszudehnen, bis genug Kraft aufgebaut ist, um das zu bergende Fahrzeug hochzuziehen. Der Vorteil an diesem Softschäkel ist natürlich der, obwohl jetzt wirklich ordentlich Kraft drauf war, kann man es tatsächlich ganz, ganz einfach lösen. Also man hat sich da nichts festgezurrt. Wähle uns als deinen Partner und du erlebst deinen Grenadier in einem professionellen Offroad-Training mit zwei Personen. Du kannst natürlich bei uns auch ein Training buchen, wenn du schon einen Grenadier hast. Besuch uns doch mal auf abenteuer4x4.com, da findest du alle Angebote zu Trainings und Reisen. Jetzt bin ich bei der Firma Black Sheep und ich besuche jetzt mal den Thomas, weil der hat nämlich eine ganz neue Lounge. Hi Thomas! Hallo! Erzählen wir mal ein bisschen, was ihr hier Tolles gebaut habt. Ja, wir haben ja den Sheepmaster an der Abenteuerlounge, den Buck Kissing, schon mal vorgestellt. Haben inzwischen drei verschiedene Ausbaukonzepte realisiert. Das hier ist dieser Party von Lounge-Bereich, wo wir halt sagen, okay, können wir ein gemütliches Bier trinken. Das Wichtigste haben wir in der Mitte gleich fest montiert, Kühlschrank mit Eismaschine dazu, ne? Also wir können Eis produzieren, wir haben immer kühles Bier zur Hand und so lässt sich das Leben.
Mit wenigen Handgriffen lässt sich dieser Umbau zur Liegefläche umbauen. Also wir haben da zwei Arten von Liegeflächen. Das eine ist eine große Spielwiese. Da haben wir im breitesten Bereich 2,70 Meter Liegefläche. Und hier hinten sind wir noch bei 1,70 Meter, aber bei 1,60 Meter Breite. Witzig. Und alles schön ausgekleidet. Ausgekleidet, isoliert. Natürlich auch wieder gefilzt mit Marinefilz, der nicht gammelt und nichts. Ne? Und das Ganze ganz klar als Showfahrzeug aufgebaut. Das geht ja auch wie so ein Scarabeus-Käfer. Wir sind jetzt aktuell am Ausarbeiten, dass wir eine Lösung haben, die auch noch parallel auseinandergeht. Und was natürlich eine einfachere Lösung ist. Wir sind der Meinung, rein Offroad-technisch ist das besser, weil wir einen festen Drehpunkt haben. Und ich denke aber nicht, dass wir das dann in Serie produzieren werden. Das ist mehr ein bisschen aufzufallen. Die Herausforderung hier war natürlich rein fahrzeugbautechnisch. Du darfst die Rücklichter darfst du nicht auf beweglichen Teilen montieren. Vom Fahrzeugbau her, jeder Verschluss muss doppelt gesichert sein. Das haben wir dann, wenn der zusammengefahren ist, haben wir dann hier noch die Verriegelung, die einschnappt. Gleichzeitig ist es so, dass der Mechanismus nur funktionieren darf, wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Die ganzen Schikanen, wo halt der Fahrzeugbau so mit sich bringt, haben jetzt eigentlich hier alles untergebracht, bei gleicher Breite, bei gleicher Länge vom Fahrzeug. Die Höhe vom Fahrzeug ist gegeben durch unsere Dachplattform plus das Reserverad, was oben drauf liegt. Wir haben von der, vom Design her, haben wir eigentlich alle bestehenden Linien übernommen. Wir haben die nicht existierenden Airline-Schienen, was der Quartermaster hat, haben wir hier ergänzt. Haben wir das Fahrzeug noch fertig gestaltet. Wir haben jetzt jede Linie, die man hier sieht, kommt wieder irgendwo vor. Das ganze Design so gestaltet, dass es ausschaut, wie wenn es direkt von Ineos kommen würde. Du hast vorhin auch kurz gesagt, dass es irgendein Modell mal in Serie geben wird. Ja, wir haben die Resonanz war sehr groß auf die ganze Geschichte, weil alle gehen ja in die Höhe und die Kunden waren sehr begeistert, dass man halt mal in die Breite geht. In der Praxis ganz klar ein normales Lightout, wie man ihn schon kennt von den großen Fahrzeugen, wo der ganze Aufbau einfach in die Breite geht. Ist wesentlich einfacher zu realisieren, auch von den Dichtflächen her. Es gibt eigentlich nichts Schwieriges als diese Form, weil das Fahrzeug oder dieser Aufbau muss ja im geschlossenen wie auch im offenen Zustand dicht sein. Und das ist sehr schwierig zu realisieren bei solchen Drehbewegungen. Bei Parallelauszügen ist es wesentlich einfacher umzusetzen und somit auch eher serienfähiger von der Produktion her. Das heißt, eines Tages kann man sich bei euch aber so ein Fahrzeug bauen lassen. Das ist der Plan, ja. Thomas, was habt ihr denn noch für Neuigkeiten mitgebracht? Wir haben jetzt hier speziell für diese Messe haben wir eine Kleinigkeit noch entwickelt. Und das wäre dieser Träger hier. Also das Ganze ist eigentlich eine Adapterplatte, die wir an die bestehende Leiter vom Ineos hängen. Da haben wir unser bewährter Jerrycan-Holder. Der ist jetzt hier ja gebaut für die normalen 20 Liter Bundeswehrkanister. Der Träger wird an die Leiter befestigt. Wir haben hier die Stufen. Das Ganze ist aus Edelstahl gefertigt. Man kommt trotzdem die Stufen hoch. Wenn man jetzt verreisen will, packt man halt den Kanister dazu. Der kommt hier, ist so wieder abschließbar im normalen Zustand. Gleichzeitig haben wir hier aber auch die Bohrungen, wo wir sagen können, wir können auf dem bewährten Rotopax-System aufbauen oder die Overland-Kanister. Die Grundplatte bietet eigentlich alle Aufnahmepunkte. Und aus diesem Grund werden wir die Platte auch einzeln anbieten können, dass jeder damit gestalten kann, was er will. Der Grundgedanke dahinter, dass wir eine Basis bilden, um weitere Anbauten zu machen und trotzdem die Leiter nicht ganz verbauen. Mhm. Und den Fahrschutz haben wir auch noch dabei, ja. Wie war denn hier eigentlich der Zulauf bei euch dieses Wochenende? Immens, war super. Ja, wenn wir ja schon mal für uns gefühlt in den hohen Norden kommen, ja. Ne, dann will man auch uns auch quatschen, oder? Wir sind ja hier die Südländer eigentlich für euch. Dementsprechend waren wir ganz gut besucht. So. Und nicht zuletzt, was wir jetzt endlich vorstellen dürfen, sind die Rival-Unterfahrschutzplatten. Genau, die gucken wir uns jetzt mal ganz genau. Also Rival ist ja eine Firma, die eigentlich sich seit über 10 Jahren, wenn nicht 15 Jahren, auf Unterfahrschutzplatten
spezialisiert hat. Die machen nichts anderes als Unterfahrschutzplatten und Seilwindenstoßstangen, ehemals eine russische Firma, wo noch im Besitz von diesen schweren alten Pressen sind und halt die Fähigkeit haben, tiefgezogene Bleche zu machen. Tiefgezogene Bleche, es gibt nichts Stabileres als tiefgezogene Bleche, da können wir bei dünnem Material wesentlich mehr Materialstärke, mehr Stabilität herausholen. Können jetzt aber das erste Set schon mal präsentieren, Motor, Getriebe und Treibstoffpumpenschutz. Und hier sind wir preislich bei 850 Euro exklusive Mehrwertsteuer. Ist ein absoluter eine Kampfansage zu den Produkten, die es schon gibt. Hier das Ganze mit Sechskantschrauben. Sechskantschrauben ist die einzige Schraube, die du auch aufkriegst, wenn das ganze Ding mal richtig gebraucht wurde. Alles, was versenkte Schrauben sind, Inbusschrauben und so weiter. Jeder, der mal da rumgeschraubt hat, weiß, wie das ist. Wenn sich das mal festgefressen hat, kriegst du nie mehr auf. Nächsten Monat werden dann Differentialschütze und Längslenker-Schutzplatten noch dazustoßen. Und dann nochmal zwei Wochen später die langersehnte Tankschutzplatte. Wir haben Rival-Produkte mit Lagerstandort Deutschland, können direkt aus Deutschland beliefern. Wir haben aber auch alle INEOS-Partner, haben Zugriff auf die Rival-Produkte anbieten können. Für einen kleinen Aufpreis bieten wir die auch in Sonderfarben an. Das läuft dann aber über die Schweiz, das heißt, der Versand findet dann über die Schweiz statt. Thomas, ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir und ich gehe mal davon aus, dass wir uns nächstes Jahr hier wiedersehen. Ne? Ich denke schon, ja. Hat uns Spaß gemacht. Ja. Jetzt bin ich bei den Kollegen aus dem Süden bei Schmidt Premium Cars. Der Leon ist hier bei mir. Hi. Ich habe gesehen, ihr habt euch zwei Tage mal richtig schön im Offroad-Gelände vergnügt. Ja, mit den Kunden zusammen. Mit den Kunden zusammen, natürlich, weil deswegen seid ihr ja hier. Erzähl mir mal ein bisschen, was waren denn so die schönsten Erlebnisse? Naja, wir haben nette Probefahrten gehabt mit sehr netten Kunden. Wir hatten leider einen Reifen, der von der Felge gesprungen ist an einer Stelle. Aber den hat unser Mechaniker, den wir Gott sei Dank dabei hatten, der Lukas, hat den wieder schön drauf montiert. Mit Bremsenreiniger und Feuerzeug? Oder? Nee, ganz klassisch. Wir haben auch das Ersatz. Wir wollten es machen, aber wir haben dann das Ersatzrad einfach drauf gemacht. Ja, das ist gut, weil hier darf man ja auch gar kein Feuer genau, machen. Ja. Und sowas geht ja auch schnell mal schief, wobei man dann 2-3 Views mehr hat bei YouTube. Das ist auch wieder wahr, ja. Erzähl mir mal ein bisschen, wie waren denn eure Erwartungen jetzt für den Summit? Also wir hatten ja wir sind ja mit unseren Freunden von Vicky Wood hochgekommen, die sind leider heute schon früher abgereist. Und unsere Erwartungen waren jetzt gar nicht so groß. Wir haben gesagt, wir lassen das mal auf uns zukommen. Wir haben das fast so als Firmenveranstaltung gesehen, sage ich jetzt mal. Und tatsächlich wurden wir, haben wir mehr bekommen, als wir erwartet haben, sagen wir es mal so. Wir konnten viele Probefahrten machen, wir haben ganz tolle Kunden hier kennengelernt. Einige unserer Kunden aus dem Süden waren sogar hier oben und haben uns besucht. Und ja, ich denke, wir konnten unseren Teil dazu beitragen, dass der Spirit von INEOS bzw. INEOS Grenadier weiterlebt und größer wird. Und wir freuen uns auch schon, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sein dürfen. Ja, ihr habt euch auch gut sozialisiert, glaube ich. Das heißt, dieser Community-Gedanke ist auch angekommen bei euch. Ja, auf jeden Fall. Nette Gespräche gehabt, es waren eigentlich immer, man hat das so von außen gesehen, es waren immer auch Kunden oder Leute oder interessierte Menschen bei euch am Stand. Genau, das ist uns wichtig, dass wir halt offen bleiben. Wir sind ja hier auch mit einem Teil vom Service angereist. Das war mir wichtig, dass halt nicht nur als Agenturpartner wahrgenommen wird, sondern auch mal als Servicestandort wahrgenommen wird, weil wir machen da meiner Meinung nach, am Ende entscheidet das der Kunde, aber wir machen da meiner Meinung nach einen guten Job. Und hoffen, dass wir vielleicht den einen oder anderen zu uns nach München holen können, der vielleicht für seinen Granny noch kein Zuhause gefunden hat und das bei uns in liebevolle Hände geben kann. Mit welchen Autos seid ihr heute hier? Wir haben einen Quartermaster dabei, wir haben den Utility 5-Sitzer dabei und wir hatten noch einen Station Wagon Benziner dabei, der ist aber schon abgereist. Genau, so hatten wir versucht, mal jedes Auto mehr oder weniger mitzubringen. Habt ihr im Gelände Unterschiede bemerkt? Auf jeden Fall. Also gerade der kurze Utility oder Station Wagon
verhält sich da im Gelände noch ein bisschen anders wie der lange Quartermaster. Wobei wir für uns persönlich den Quartermaster ganz fest ins Herz geschlossen haben und einen absoluten Daumen nach oben bekommt, tatsächlich für seine Länge doch sehr gut und sehr geländegängig ist. Ja, wie kann man den bitte schön nicht in sein Herz? Ja, sehe ich auch so. Ja? Also er könnte vielleicht noch ein bisschen höher, könnte man vielleicht noch... Naja gut, also Portale werden wir jetzt nicht drunter bauen. Wir sind so, wie er da ist, sind wir sehr zufrieden. Uns ist wichtig, dass wir halt wirklich auch mal mit Stockautos, also sprich mit Serienautos da sind und zu zeigen, was man auch schon mit dem normalen Standardfahrzeug machen kann. Weil am Ende ist es das, was wahrscheinlich die Kunden auch suchen. Ein Standardfahrzeug, klar, der eine oder andere möchte dann noch ein bisschen mehr Geld investieren, aber uns ist wichtig, dass das gesehen wird, was man wirklich schon mit dem Standardfahrzeug, Serienfahrzeug machen kann. Ja, absolut. Das ist ein sinnvoller Gedanke, weil ich sag mal so, in der Regel ist ja der Kunde derjenige, der auch gerne auf Reisen ist und ab und zu mal abseits der asphaltierten Wege fahren will. Und da findet er dann schon das Richtige im Grenadier. Genau. Jetzt bedanke ich mich erstmal und ihr erholt euch gut und kommt gut nach Hause. Wir fahren jetzt nämlich ab und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Jahr, ne? Genau, so wird es sein. Vielen Dank. Ciao, peace. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Lukas, komm. So, ihr seid vom Bodensee. Wir sind vom Bodensee, vom Auto aus Ries in Weißensberg, ja. Und ihr habt hier unter anderem heute diesen wunderschönen Quartermaster mitgebracht. Ja. War der auch schon im Gelände eigentlich? Ja, selbstverständlich. Bei eigenen Veranstaltungen haben wir das Fahrzeug im Gelände schon gehabt und haben unseren Kunden somit vollständig begeistern können. Ja. Wie ist denn so die Rückmeldung? Wie sind denn die Rückmeldungen von den Kunden gewesen dieses Wochenende? Also die Rückmeldung war durchweg wirklich positiv. Die Leute sind begeistert vom Event, von der Location. Das ist auch einfach eine gewisse Community-Bildung. Hier geht es gar nicht so drum, ob das ein Verkaufsevent ist oder nicht, sondern es geht darum, Connections zu knüpfen, mit den anderen Händlern sich auszutauschen, wie sind die Situationen untereinander, neue Leute kennenlernen und das Feedback ist wirklich sehr positiv. Es sind alle begeistert. Wir hatten super Wetter die Tage, die Heli war am Start, viele sind noch umeinander geflogen, also war wirklich ein cooles Event und wir sind durchaus begeistert. Ist euch was besonders im Kopf geblieben, irgendeine Begebenheit? Ja, einfach die Menschen, ja. Einfach die Menschen, die Community selbst, die sich hier findet, ja, sich einfach gegenseitig updaten kann. Und was uns sehr begeistert hat, wir sind wahrscheinlich einer der Firmen, wo am meisten Anreise hatten, ja. Aber auch wir waren unwahrscheinlich gefragt, durch das, dass wir in der Service-After-Sales-Technik unwahrscheinlich stark drin sind. Und wir wollen natürlich das Öffnungsfahrt, ob die Kunden auch zu uns kommen können und den Service zu machen. Ich denke, das ist ein Obolus für uns. Das machen wir eigentlich gerne, weil einfach wir wollen die Kunden weiterhin begeistern, die Neosar begeistern, für die Marke begeistern. Und das tut uns alle gut, tut die Neos selbst gut, uns tut es gut, den anderen Händlern tut es gut, wenn jeder miteinander die Autos einfach favorisiert und einfach schaut, dass jeder Kunde zufrieden ist mit seinem Fahrzeug. Habt ihr noch eine Idee, was wir nächstes Jahr noch an Features hinzufügen können? Also irgendjemand hatte den Vorschlag mit einem Pool, also die Feuerwehr kennen wir ja jetzt. Habt ihr noch eine Idee? Also es sind ein paar Dinge, die habe ich mit Andreas schon besprochen. Das ist einfach mal das Sanitärthema nochmal, dann vielleicht nochmal ein bisschen das Catering oder den Foodwagen nochmal anzubringen. Ich denke, für die erste Veranstaltung ist es schon sehr gut gelungen hier und eventuell noch zum Programmtafeln aufzustellen, ja, was ist denn heute geboten, wer macht was, vielleicht kann man andere zu bewegen, so wie auch uns selber, was kann auch aus Ries am Stand vorzeigen zu machen, ja. Es gibt mit Sicherheit auch bei jedem Thema, was ihr gerne vorstellen möchtet, es sind ja sehr viele Zubehörhändler da, die haben eigentlich immer das einfache Thema, ihr Produkt vorzustellen. Wir haben diese Autos, aber wir haben uns, ja. Uns als erfahrene Ineos-Verrückte, ja, wo einfach das Auto jedem Kunden nahe bringen will und jeden Kunden eigentlich begeistern wollen. Ja. Und das gelingt uns sehr gut. Ja. Mhm.
Also, wir freuen uns auf jeden Fall total, dass ihr da wart, dass ihr diesen Weg auf euch genommen habt. Und es ist wirklich, also man braucht ein bisschen. Dafür hat man hier natürlich fast schon Urlaubsfeeling. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Sonntag und eine gute Heimfahrt nachher. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Gruß ans Team.